Willkommen zur heutigen Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Diesmal gucken wir uns Oliver Pocher an. Der hat nämlich des Öfteren etwas über die Stränge geschlagen. We wait for niggas in Vienna. Du musst ein bisschen netter zu mir sein. I'm really nice. Was heißt Presswurst auf Englisch? Spuckst du hier? Sei froh, dass ich dir nicht mal den Penis durchs Gesicht gezogen habe. Aber keine Sorge, Pocher. Oder auch Sachen, die man vielleicht vor 10, 12, 15 Jahren gesagt oder gemacht hat, dass man sagt, oh, der hat aber damals das und das gesagt. Um diese Ausschnitte aus der Vergangenheit soll es heute nicht gehen. Wir gucken uns vor allem den Oliver Pocher im Hier und Jetzt an. Denn nun hat er eine neue, mehr als fragwürdige Rolle für sich gefunden. Und diese Rolle führt zu dem, wo wir ihn als das enttarnen müssen, was er vielleicht in Wirklichkeit ist. Und zwar der König der Doppelmoral und im schlimmsten Fall sogar, meiner Meinung nach, unterschwellig rassistisch. Alles unter dem Deckmantel, der nimmt wenigstens kein Blatt vor den Mund oder einer, der noch ehrlich von der Leber spricht. Zeitgleich versucht Pocher, sich weiterzuentwickeln und auch ernster genommen zu werden. Und das verstehe ich auch. Wir wollen uns alle hoffentlich über die Jahre weiterentwickeln. Und um das Thema Weiterentwicklung geht's auch beim heutigen Sponsor des Videos, nämlich Skillshare. Skillshare ist eine Online-Lern-Community mit Tausenden von Online-Kursen, die einen dabei helfen, neue Fähigkeiten zu erlernen. Hier ist wirklich alles dabei. Derzeit häufen sich so viele Aufgaben bei mir an und daher benötige ich ganz dringend mehr Struktur und Organisation in meinem Leben. Daher besuche ich gerade den Kurs von Thomas Frank, wo es darum geht, seine Produktivität zu meistern. In diesem Kurs erstellt er mit einem zusammen Schritt für Schritt ein System, mit dem man seine ganzen To-Dos und Termine künftig besser organisieren kann. So kann ich von dem hier zu dem hier gelangen und ich glaube, ich brauche das ganz dringend. Alle Kurse gibt es mit deutschen Untertiteln und es gibt mittlerweile sogar deutschsprachige Kurse, wie zum Beispiel den Kurs von Amelie Satzka, wie man iPhone-Fotos wie ein Profi schießen kann. Und ich finde das so geil, dass man hier wirklich von absoluten Pros lernen kann. Probier es einfach mal selbst aus. Mit dem Link in meiner Beschreibung bekommen die ersten 1000 Personen, die sich über diesen Link anmelden, einen kostenlosen Probemonat. Deswegen beeilt euch, da die Anzahl begrenzt ist und lasst euch von den diversen Kursen aus Skillshare inspirieren. So, kommen wir nun zurück zu Oliver Pochers Entwicklung. Seine Karriere beginnt im Jahr 1999, wo er bei einem Casting-Wettbewerb vom Fernsehsender Viva eine Rolle als einwöchiger Gastmoderator gewinnt. 2002 moderiert Pocher auf Viva dann seine erste eigene Show namens Alles Pocher oder was. Von 2003 bis 2006 folgte dann der Wechsel zu ProSieben mit der Show Rent a Pocher, wo Pocher sich in verschiedenen Berufen ausübt. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ich habe die Farbe lila gesehen. Im Jahr 2006 veröffentlicht er dann seine erste eigene Single zur WM 2006. Okay, der Song bringt tatsächlich jetzt Erinnerungen hoch. Es war schon ein sehr schöner Sommer, Leute. Das Blackfacing ist natürlich aus heutiger Sicht etwas fragwürdig. Aber wie gesagt, um Vergangenes geht's heute nicht. Wir überspringen jetzt mal ein paar Filmrollen und Gastauftritte in Fernsehserien und kommen zum frühzeitigen Grand Finale. 2007 wechselt Olli die kleine, miese Type dann zur ARD und moderierte zusammen mit Harald Schmidt bis 2009 die Late-Night-Show Schmidt und Pocher. Die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so Kleines mit Hut und dann im ausländischen Gast so reinsimmelt, der kein Deutsch versteht. Ist uncool. Oliver Pocher, nächstes Mal hat es begriffen. Bis nächste Woche. Aber kommen wir nun zum großen Wendepunkt, wo wir langsam zum neuen Oliver Pocher kommen. 2020 beginnt nämlich der große Beef zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler. Natürlich denkt man jetzt erstmal an das große Corona-Thema, aber nein. Bevor Oliver Pocher den Wendler für sein Verhalten in der Corona-Pandemie vorgeführt hat, sah das Streitverhältnis noch ganz anders aus. Das endete nämlich erstmal in einem gemeinsamen TV-Duell auf RTL. Ob man jetzt Oliver Pocher einen gemeinsamen Plan mit dem Wendler vorwerfen kann, sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass Oliver Pocher vor dem Beef nur um die 300.000 Follower auf Instagram hatte und im März 2020 dann ganze 700.000 Follower dazu gewonnen hat. Wendler und Pocher haben jedenfalls beide gleichermaßen davon profitiert. Zum Beispiel bei mir ging es ja letztes Jahr los mit Michael Wendler, der danach eigentlich das bestbezahlteste Mobbingopfer aller Zeiten hätte werden können, wenn er nicht so blöd gewesen wäre. Und haben es geschafft, wieder eine Medienpräsenz und Relevanz zu erhalten. Und dieser 1 Million Power-Pocher ist genau der, den wir uns im nächsten Teil des Videos genauer anschauen werden.
Oliver Pocher gibt sich in der Öffentlichkeit auf jeden Fall älter, weiser und reifer. Es macht den Anschein, als würde Pocher den Übermut seiner jungen Jahre umwandeln und einen tieferen Sinn verleihen wollen. Denn nun hat er auch die Audience von über 1 Million Follower hinter sich. Eine Followerschaft, die hinter ihm steht, denn mit Michael Wendler hat er sich das perfekte Ziel ausgesucht. Hier war der Zuspruch so groß wie noch nie, denn die Leute waren sich einig. Ein abgedrehter Schlagersänger mit einer gerade einmal so volljährigen Lebensgefährtin. Und dieser Zuspruch war der Nährboden für den jetzigen Pocher. Eine Mischung aus Kritik und Satire in seinen Instagram-Videos, der anscheinend denkt, ohne Konsequenzen über jeden und jeden urteilen und richten zu können. Pocher 2.0. Taktlos wie immer surft er auf seiner neuen Welle des Erfolgs. Und um auf dieser Welle bleiben zu können, findet er sein neues Ziel nach Wendler, nämlich die Influencer. Pocher startet während des Lockdowns 2020 auf Instagram seine Bildschirmkontrolle. Das Konzept: er hält einem, wie eine Tante auf einem Familienfest, das iPad ins Gesicht, um über die Doppelmoral von ihnen aufzuklären. Ihr merkt vielleicht, worauf ich hinaus will. Und du als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und über 800.000 Follower hat, der hat eine besondere Verantwortung. Der König der Doppelmoral. Im Fall von Oliver Pocher ist es besonders schwierig, da er sich selbst gar nicht an seinen eigenen moralischen Kompass hält, andere aber zutiefst für ihr Verhalten verurteilt. Sondern, ob du einfach dein Billo-Content auf Krampf unter die Leute bringen musst, weil die halt einfach scheiße langweilig zu Hause ist, weil dein Leben einfach total unspektakulär ist und weil es einfach uninteressant ist, was du grundsätzlich zu erzählen hast. Weil Pocher, wie wir ja wissen, verbringt seine Freizeit natürlich mit tiefgründigeren Dingen als die Influencer, die er tagtäglich kritisiert. Kommen wir nun zum Punkt Verantwortung und Moral. Und du als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und über 800.000 Follower hat, wie viel davon aus Indien, Bulgarien oder irgendwo anders herkommen, haben wir auch schon gezeigt, aber der hat eine besondere Verantwortung. Den Satz merken wir uns jetzt, denn auch du, Olli, der über 1,8 Millionen Follower hat, hat eine besondere Verantwortung. Aber dazu kommen wir gleich. Natürlich könnte man jetzt denken, dass Oliver Pochers Follower seine Satire komplett verstehen und auch erwachsen damit umgehen. Das ist aber leider gar nicht der Fall. Das wird vor allem sichtbar, wenn man sich seinen Doxing-Vorwurf genauer anschaut. Doxing bedeutet, ich zitiere, das Sammeln und die Veröffentlichung von persönlichen Informationen nennt man Doxing. Meistens ist das Ziel, eine Person bloß zu stellen oder indirekt oder direkt zur Belästigung dieser Person aufzurufen. Und genau das scheint Oliver Pocher gemacht zu haben. 2020 hat er sich besonders auf die Influencer Anne Wünsche und Kim Savell eingeschossen. Denn Oliver Pocher findet mit etwas Recherche über die beiden Influencer und Mütter heraus, dass die eine früher als Sexworkerin gearbeitet hat und die andere Teil eines freizügigen Videos war. Und was macht Pocher mit diesen Informationen? Natürlich, was jeder verantwortungsbewusster und moralischer Mensch, denn Menschen mit über 1,8 Millionen Follower haben natürlich eine ganz besondere Verantwortung, machen würde. Er leakt beide Informationen und outet die beiden Frauen damit vor seiner gesamten Followerschaft. Was darauf folgt, sind unfassbar beleidigende und erniedrigende Kommentare online. Es sollte langsam sichtbar werden, dass Pocher nicht gerade die moralische Instanz ist, als die er sich derzeit darstellt. Vielmehr scheint es ihm, denke ich, eher darum zu gehen, weiterhin relevant zu bleiben, und dafür sind ihm alle Mittel recht. Einige haben bestimmt schon mitbekommen, dass es auch einige Sexismusvorwürfe gegen ihn gibt. Da möchte ich euch aber auf den Post von Ulla aufmerksam machen, der Hase im Pfeffer auf Instagram. Sie hat das nämlich schon krass erarbeitet. Ich gehe heute nämlich auf einen anderen Punkt bei Pocher ein. Denn wenn ihr denkt, dass das nicht schon genug war, kommen wir nun zu dem Teil, der mich fast am meisten stört und der viel mehr Aufmerksamkeit benötigt. Ich möchte vorweg betonen, dass ich nicht denke, dass Oliver Pocher ausdrücklich ein Rassist ist. Dennoch bedient er sich vielen subtil rassistischen Klischees, die schon lange nicht mehr unserer Zeit entsprechen. Denn gerne spielt er immer noch mit Klischees, die Deutsche mit Migrationshintergrund betreffen. Katharina Hayan, Crack 007, Balletschke Gizem Yivjik Igaz Itch. So, und so weiter. Ihr habt doch bestimmt schon mal Ich küsse deine Augen gehört. Mit seinem Ursprung im arabisch-türkischen Raum, der Kuss auf die Augen symbolisiert in der heutigen Zeit Dankbarkeit. Natürlich wird dieser Ausdruck auch im humorvollen und ironischen Zusammenhang verwendet. Pocher nutzt diesen Ausdruck aber dann auf eine etwas unangebrachte Weise. In seinem Statement zur Ohrfeige von Fat Comedy, für alle, die auf dem Mond gelebt haben und das nicht mitbekommen haben, Pocher hat eine Ohrfeige von Fat Comedy bekommen, weil Pocher sich nach einem
einem Missbrauchsvorwurf an den Rapper Samra, der ein Freund von Fat Comedy ist, sich anscheinend auf die Seite des Models, die die Vergewaltigungsvorwürfe geäußert hat, gestellt hat. Also bei dem Missbrauchsvorwurf mischt man sich ein und stellt sich auf die Seite des Opfers. Interessant. Denn im gleichen Zug erzählt Pocher in seinem Statement-Video, wie er einen Tag nach der Ohrfeige bei Luke Mockridge aufgetreten ist. Luke Mockridge, war da nicht was? Dem wurde eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Und hat mir meine Hose runtergezogen. Mir werden Sachen vorgeworfen, die ich einfach nicht gemacht habe. Anyways, das Thema Doppelmoral lassen wir jetzt erstmal beiseite. Also zurück zu worauf ich eigentlich hinaus wollte. Im Statement zum Fat Comedy-Vorfall sagt Pocher, geht es da auch eine dementsprechende Strafe dazu, wo es vielleicht an Orte geht, wo nicht nur die Augen geküsst werden, sondern auch ganz andere Stellen des Körpers. Was zunächst wie ein dummer Spruch klingt, ist viel mehr. Er bezieht hier gerade das Sprichwort, ich küsse deine Augen, auf eine Vergewaltigung im Gefängnis. Und da Fat Comedy bürgerlich Omar heißt, sollte auch klar sein, dass Pocher das Sprichwort aus dem türkisch-arabischen Raum nicht zufällig gewählt hat. Fat Comedy hat ja, wie es scheint, unter anderem den Rapper Samra verteidigen wollen. Und es ist nicht wirklich verwunderlich, dass Pocher auch gegen ihn geschossen hat. Denn zu Deutschrap hat Pocher eh eine recht starke Meinung. Aber die Jungs da, die verkaufen, das Einzige, was sie mit Apple zu tun haben, ist vielleicht Apfelsaft. Und den verkaufen sie beim Penny. Das ist ungefähr so auch, wo Deutschrap für mich steht. Und auch diese ganze Subkultur. Und wir müssen sicherlich auch mal über die Herkunft von Deutschrap in der Art und Weise drehen, weil die meisten Texte sind einfach nur widerlich, menschenverachtend, frauenverachtend. Da ist irgendwie einfach nichts dahinter. Aber wen er vielleicht eigentlich mit Deutschrap meint, fasst Roos ganz gut in seiner Reaction zusammen. Eigentlich muss man sagen, es gibt eine Arbeit von einer guten Freundin von mir, die Sozialwissenschaftlerin ist, Soziologin ist, anerkannt und auch den Staat berät. Ne? Es geht da um Extremismus und so weiter und so weiter. Die hat eine Arbeit darüber geschrieben tatsächlich, dass Leute, die immer Deutschrap, die letzten Jahre Deutschrap kritisieren wie Olli Pocher, also wie er das jetzt macht, eigentlich Kennex kritisieren immer. Denn alles, was er sagt, kannst du ersetzen mit Kennex. Er redet nicht von Deutschrap. Er redet von Migranten. Das musst du mal genau hinhören, was er sagt. Denn er sagt, Deutschrap war dann am at its worst und so nur schlecht und die beklatschen das und Kuss auf Auge, Knast wird als anderes geküsst. Eigentlich, das ist so AfD-Style. Was hat das mit Deutschrap, was hat Casper damit zu tun, sag mal? Was hat Materia damit zu tun? Warum sagst du Deutschrap? Was hat jetzt Fanta 4 mit dieser Scheiße zu tun? Ach so, das ist für dich kein Deutschrap. Das ist, du meinst Kanaken-Rap. By the way, gönnt euch seine ganzen Reactions zu Pocher, die sind echt gut. Das war aber nicht das einzige Mal, bei dem er genau diese unterschwellig rassistischen Klischees bedient. Genauso bei seiner Stellungnahme zu seiner Festnahme, oder in dem Fall eher Festnähmchen, bei einem Pietro Lombardi-Konzert wegen Missachtung der Corona-Regeln. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, das war der Moment, als Pocher sich gegen die Polizei zur Wehr gesetzt hat und trotz mehrmaliger Aufforderung der Polizei einfach nicht gehen wollte. Denn er hat momentan das Hausrecht damit. Da ist der Ausgang. Nein, ich soll dir einfach jetzt erstmal kurz stehen. Sie werden mich begleiten, aber Sie wehren sich bitte nicht. Pocher, bitte. Ich hab jetzt. Okay, das ist ganz entschlossen jetzt. Du bleibst jetzt mal ganz. Du fängst hier nicht an mit Polizeigriff und allem drumherum. Fang hier nicht mit Polizeigriff an. Machen wir doch gerade gleich. Doch, er hält mich hier fest. Lass mich los. Lass mich los. Wenn man sich das Ganze anschaut, wundert man sich, wie die Polizei es überhaupt geschafft hat, die ganze Zeit so ruhig zu bleiben. Mir ist nicht alles klar. Gut, dann kommen Sie jetzt. Ist nicht alles klar und du fässt mich nicht an. Wäre das vielleicht bei anderen Leuten anders gelaufen? Er sagt, fang hier nicht mit Polizeigriff an. Stellt euch vor, normaler Kenneck, würdest du zwei Bullen sagen, fang hier nicht mit Polizeigriff an. Du Junge, die machen Waterboarding danach mit dir. Wollen wir die Wahrheit hier aussprechen? Also er hält mich hier fest, lass mich los, ja. Der ist Bulle, der kann dich festhalten. Eigentlich, ne, der muss Anzeige kriegen wegen Widerstand gegen Polizei, genau. Das ist ganz normal, geht nicht. Widerstand gegen Staatsgewalt. Jeder von uns hätte schon 4 Anzeigen jetzt. Lass! Duzen, beleidigen. Dieser Privilege, Alter. Und trotz allem sieht Pocher sich als großes Opfer in dieser Situation. Seiner Meinung nach sollte die Polizei sich nämlich um richtige Verbrechen kümmern. Was meint Pocher wohl mit richtigen Verbrechen? Ratet mal. Dinge wie Mord, Überfälle oder vielleicht häusliche Gewalt? Falsch. Olli hat da ein sehr viel spezifischeres Beispiel, um das sich die Polizei
ganz dringend kümmern sollte. Wir haben doch wirklich andere Sorgen und Probleme, über die wir uns dahinstellen können. Und das ist ja das, was ich sage. Es gibt so viele Geschichten. Clankriminalität ist eines der Punkte. Wenn die sich ausleben wollen, da können die da in jede zweite Shisha-Bar gehen und mal richtig eine Ansage machen. Da haben die richtig Spaß. Da bin ich komplett dafür. Gerade nach einem Attentat wie in der Shisha-Bar in Hanau macht mich so eine Aussage von jemandem, der eine ganz besondere Verantwortung trägt mit über 1,8 Millionen Follower, einfach so unfassbar wütend. Er verknüpft meiner Meinung nach Shisha-Bar-Gänger mit Kriminalität und befruchtet damit bei vielen Leuten ihre eh schon starken Vorurteile gegenüber Menschen aus dem türkisch-arabischen Raum. Und wisst ihr, wer noch Shisha-Bars als Kriminalitäts-Hotspot deklariert? Herbert Strotebeck, Mitglied der AfD in NRW. Wer betreibt die im Antragstext erwähnten Wettbüros, die Shisha-Bars und Barbershops, die laut Antrag Hotspots der Geldwäsche sind? Es sind die Araber und die Türken. Es tut mir leid, Pocher, dass ich an dieser Stelle den Vergleich ziehen muss, aber vergiss nicht. Der hat eine besondere Verantwortung. Und ich will Pocher auf keinen Fall mit der AfD gleichsetzen, gerade weil er sich schon aktiv gegen sie ausgesprochen hat. Aber dir muss doch bewusst sein, was du mit solchen Aussagen bei deiner Reichweite bewirkst, oder nicht? Was macht das denn mit einem, wenn ein Pocher sagt, die Clan-Kriminalität findet in den Shisha-Bars statt? Es ist einfach so leichtsinnig, wie Pocher mit anderen kulturellen Hintergründen umgeht und vor allem, welche Narrative er damit bedient. Und das ist meiner Meinung nach viel, viel schlimmer als jeder Rabattcode Oceans Apart Influencer da draußen mit gekauften Followern. In der Vergangenheit gingen seine schwierigen Witze oft als Comedy durch. Aber nun spiegelt sich dieses Verhalten auch in seinen Real Talks wieder und zeigen, wer er wirklich ist. Und wer sich für Statement-Video zur Ohrfeige ein T-Shirt zur Unterstützung des Ukraine-Kriegs anzieht. Ich habe jetzt nochmal das T-Shirt extra angezogen irgendwie. Natürlich unter dem Deckmantel, weil man es ja auch bei der Ohrfeige anhatte. Aber vielleicht auch, um sich easy beim Statement in ein besseres Licht zu rücken, ist einfach nur eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so kleines mit Hut und dann im ausländischen Gaste so reinsimmelt, der kein Deutsch versteht. Ist uncool. Oliver Pocher, nächstes Mal hat es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss. Olli Pocher ist nicht clever, Olli Pocher ist nicht komisch, Olli Pocher ist nicht doppelbödig, er ist nicht ironisch, Olli Pocher ist nicht überraschend und auch nicht sympathisch. Dass dieser Typ als lustig gilt, ist nur noch tragisch. Olli Pocher ist brutal dumm, er hat keine Größe, keine Aura, keine Haltung. Olli Pocher hat keinen Charme, Olli Pocher hat keinen Witz. Olli Pocher ist der einzige Fehler von Harald Schmidt. Warum?